Gott sagt zu dir, heute, bevor das Wochenende kommt, möchte ich dir viele gute Dinge geben. In den nächsten 12 Stunden wirst du viel Glück bekommen, wie Liebe, Geld und gute Gesundheit. Gib diesem Video ein Like, wenn du an Gott glaubst. Morgen werde ich dir einen unglaublichen Segen geben, der dich von all deinen Sorgen befreien wird. Deine Gesundheit wird sich verbessern und du wirst mehr Geld haben. Wenn du durchs Leben gehst, erinnere dich an diese Worte von mir, du bist auf dem Weg, ein reicher, erfolgreicher und gesunder Mensch zu werden. Er sagt, dass sie viel Geld auf ihrem Bankkonto haben werden und dass sie das Leben leben können, von dem sie immer geträumt haben. Deine Arbeit, dein Geld, deine Gesundheit und deine Beziehungen werden nur von meiner göttlichen Kraft berührt werden. Wenn Sie sich dieses Video bis zum Ende ansehen, werden Sie eine Tür voller Glück, Heilung und Wunder entdecken. Habt Vertrauen, denn ich werde euch nicht enttäuschen. Ich sende auch Segnungen von Wundern und Erneuerungen, damit du in allen Bereichen deines Lebens Erfolg hast und dich auszeichnen kannst. Denk daran, dass nichts unmöglich ist, wenn ihr an mich glaubt. Ich werde dich und deine Familie segnen und all deinen Schmerz heilen. Ich bin der Gott, der alles in Ordnung bringt und hilft, und nichts ist zu schwierig für mich. Mach dich auf viele Segnungen gefasst, die deine Vorstellungskraft übersteigen, denn ich werde deinen Mangel in Überfluss und deine Sorgen in Freude verwandeln. Schreibe 1010, und du bist bereit, liebes Kind. Ich bin der Gott der Wunder, und ich bin hier, um eines in deinem Leben zu schaffen. Unterschätze meine Macht nicht, denn ich kann das Unmögliche für dich möglich machen. Eure Beziehungen, eure Gesundheit und euer Geld werden wiederhergestellt werden. Vertraut mir, ihr Lieben, und glaubt, dass ich der Gott bin, der wiederherstellt, was verloren ist, und repariert, was zerbrochen ist. Bereitet euch auf die kommende Zeit der Wunder und Segnungen vor. Ich möchte euch versichern, dass die Tage des Weinens und der Sorgen vorbei sind. Wisst, dass diese Woche voller unglaublicher und unerwarteter Ereignisse sein wird, die in eurem Leben geschehen. Denken Sie daran, dass Gott, Ihr Schöpfer, über Sie wacht. Er wird auch in Zukunft über Sie wachen und Ihnen Hilfe und Rettung anbieten, wenn Sie sie brauchen. Die Schwierigkeiten, denen Sie begegnen, werden Sie nicht besiegen. Ihr werdet stark, gesegnet und wohlhabend werden, denn ihr seid für mich wertvoll. Ich liebe dich. Gott sagt, dass eure Tränen zu Tränen der Freude werden, dass Schmerz durch Heilung ersetzt wird und dass Kämpfe zu vielen Segnungen führen werden. Zweifelt nicht daran, dass ich für euch sorgen kann, denn ich bin die Quelle allen Reichtums und aller Fülle. Wenn du diese Botschaft hörst, glaube ich, dass du in eine Zeit der großen Fülle und grenzenlosen Liebe eintrittst. Es ist eine Zeit der Wunder und Segnungen, die zu euch gezogen werden. Ich werde euch bald mit vielen wunderbaren Dingen überraschen. Seid bereit für viel Geld, gute Gesundheit und großen Erfolg. Die Frustrationen, der Stress und die schlaflosen Nächte, die euch geplagt haben, werden bald vorbei sein. Wisse, dass dein Körper heilen wird, dass du die wahre Liebe finden wirst und dass es in deiner Familie viel Geld geben wird. Bald werden alle deine Sorgen und Ängste verschwinden und durch Freude und Frieden ersetzt werden. Ich bin der mächtige Gott der himmlischen Armeen und der obersten Regierungen. Wisse, dass ich die Macht habe, große Dinge zu tun. Vertraue mir und du wirst unglaubliche Dinge in deinem Leben geschehen sehen. Ich werde dich und deine Familie segnen und Heilung für deinen Schmerz bringen. Ich bin der große Heiler. Ich bin ein Gott, der Segnungen vervielfacht, und ich möchte dich reichlich segnen. Ich gebe dir meine Segnungen. Öffne dein Herz und nimm ihn an. Schreiben Sie 1212, um dieses Video zu empfangen und es mit 5 Menschen zu teilen, die Jesus vertrauen. Gott sagt, ich erkläre, dass heute nichts Schlimmes in Bezug auf deine Gesundheit, dein Geld oder deine Familie passieren wird. Möge alles in Jesu Namen gut für dich laufen. Denke daran,
dass ich dein Gott bin und mich um dich kümmern werde, solange du lebst. Von dem Moment an, als du erschaffen wurdest, bin ich an jedem Teil deines Lebens beteiligt. Du fühlst dich nicht mehr überfordert und müde, sondern reichlich und erfüllt. Die Geschichte ihres Lebens ist dabei, sich zu verändern und mit Glück und Möglichkeiten gefüllt zu werden. Gott verspricht, jeden zerbrochenen Teil von ihnen zu reparieren und ihnen vollständige Heilung zu schenken, sowohl physisch als auch emotional. Segen, Heilung, Liebe, neue Möglichkeiten und Gunst werden ihnen als Antwort auf ihre Gebete zuteil. Egal, was ihre Feinde gegen sie planen, denken sie immer daran, dass Gott, der hier, an ihrer Seite ist und sie beschützt und leitet. Denken sie daran, dass sie einen himmlischen Vater haben, der ihr zuverlässiger Versorger ist. Er liebt sie sehr und will das Beste für sie. Vertrauen Sie ihm und glauben Sie, dass er seine Versprechen halten wird. Es naht eine wunderbare Gelegenheit, die Ihr Leben verändern wird. Deine finanzielle Situation wird sich schnell verbessern und du wirst deine Schulden und Rechnungen ohne Probleme bezahlen können, liebes Kind. Beruhige dich, denn ich bin schon dabei, dich zu segnen. Ich werde alle negativen Situationen um dich herum umwandeln. Ich werde dich und deine Lieben segnen und deinen Schmerz heilen. Schreibe 333, um ihn in Jesu Namen zu beanspruchen. Gott sagt, ich bin dabei, euer Leben zu verändern, indem ich Wunder vollbringe, die das menschliche Verständnis übersteigen. Ihr Lieben, denkt daran, dass Jesus, mein geliebter Sohn, die Quelle des Lebens in Fülle ist. Diejenigen, die ihn mit offenem Herzen suchen, werden nie wieder hungern oder dürsten. In Zeiten des Mangels und der Armut, vertraut auf mich. Ich habe die Macht, deinen Mangel in Fülle und deinen Kampf in einen Sieg zu verwandeln. Ich bin der allmächtige Gott, der Schöpfer aller Dinge, und seit Anbeginn der Zeit habe ich mit unendlicher Liebe und Fürsorge über dich gewacht. Ich schließe neue finanzielle Segnungen für sie auf, von denen sie nicht einmal wussten, dass sie sie haben. Das Geld wird zu dir kommen, ohne dass du dich anstrengen musst, denn ich habe meine göttliche Gunst über dich ausgegossen. Vertraut auf mich, denn ich kann unmögliche Situationen in mögliche verwandeln und Leben mit einer einzigen Berührung verändern. Erwartet am Ende dieser Woche eine Fülle von Segnungen in Form von guter Gesundheit, Freude und Glück. Türen des finanziellen Überflusses öffnen sich für dich. Im Laufe dieser Woche werden die finanziellen Lasten von ihnen abfallen und am Ende dieses Monats werden ihre Schulden vollständig abgebaut sein. Sie werden wundersame Heilung erfahren und frei von Krankheit und Schulden sein. Gott verwandelt sie von Schmerz, Kampf und Mangel in Heilung, Leichtigkeit und Überfluss. Ihre ganze Familie wird geheilt werden und wenn sie in Not sind, wird es enorme finanzielle Wunder in ihrem Leben geben, alles in Jesu Namen. Schreiben Sie Amen in die Affirmation. Gott sagt, mach dich bereit, denn ich bereite wunderbare Überraschungen für dich vor. Ich habe bereits für die Heilung, die Freiheit, den Reichtum und die gute Gesundheit gesorgt, die du so lange gesucht hast. Ich höre deine Gebete, mein Lieber, und ich wirke Wunder in deinem Leben. Ich bin der Gott des Unmöglichen, der Gott, der durchbricht, selbst wenn es unmöglich erscheint. Ich erkläre dir, dass ich das Brot des Lebens bin. Wie das Brot euren Körper nährt, so bin ich hier, um eure Seele zu nähren. Kommt zu mir, sucht mich von ganzem Herzen, und ihr werdet nie mehr hungern oder dürsten. In mir wirst du die Befriedigung und Erfüllung finden, nach der sich dein Herz sehnt. Wiederhole ihn mit mir, den Namen Jesus. Egal, was in der Welt geschieht, ich werde niemals leiden. Gottes Herrlichkeit wird in meinem Leben im Jahr 2023 immer zu sehen sein. Gott wird mich und meine Familie niemals verlassen, denn ich bin von Gott gesegnet und inspiriert. Sie werden großen Reichtum erhalten, ohne sich anstrengen zu müssen. Du brauchst nicht hart zu arbeiten oder zu kämpfen, um Fülle in dein Leben zu bringen.
Ich werde dich mit Segnungen überhäufen, deine Arbeit unterstützen und deine Bedürfnisse erfüllen. Denken Sie daran, wenn Sie mit Ihrem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, und in Ihrem Herzen glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, werden Sie gerettet. Glaube mit deinem Herzen und du wirst gerechtfertigt werden, bekenne mit deinem Mund und du wirst gerettet werden. Schreibe, Jesus ist der Herr, und du wirst gerettet werden. Zu Beginn des Monats Juli sagt Gott, ich will dich und deine geliebte Familie segnen. Möge dieser Monat eine Fülle von Gelegenheiten und einen Überfluss an guten Dingen bringen. Ich bin der Gott, der heilt, wiederherstellt und versorgt. Ich gebe den Müden Kraft und denen, die sich hoffnungslos fühlen, Hoffnung. Ich sende euch Wunder, Segen und Verbesserungen, damit ihr in allen Bereichen eures Lebens gedeihen und Erfolg haben könnt. Als gerechter Gott werde ich nicht zulassen, dass die Bösen über die Gerechten triumphieren. Vertraut mir und ich werde eure Kämpfe für euch ausfechten. Wenn du dich mir unterwirfst, werde ich dich und deine Familie mit einem besseren Leben segnen. Ich werde alle deine Wunden heilen und deine Misserfolge in erstaunliche Wendungen verwandeln. Vertraue auf mich und ich werde dich nie verlassen. Ich freue mich, dir grenzenlosen Segen, viel Lächeln, finanziellen Erfolg und verbesserte Gesundheit zu schenken. Wo es Schmerz, Sorgen und Schwierigkeiten gab, werde ich heilenden Frieden und Wohlstand bringen. Seid bereit, es mit Glauben und Dankbarkeit zu empfangen. Schreiben Sie 555, um dies zu empfangen. Der Herr sagt, dass du noch vor Ende dieser Woche viel Liebe, Geld und gute Gesundheit erhalten wirst, die dir große Freude bereiten werden. Ich habe viele Segnungen für dich und deine Familie. Sie werden alle Orte heilen und wiederherstellen, an denen du leidest, und dich mit allem versorgen, was du brauchst, um ein glückliches und erfolgreiches Leben zu führen. Von der Arbeit und den Finanzen bis hin zur Gesundheit und den Beziehungen, denken Sie daran, dass ich ein Gott der Wunder bin. Wenn du dich niedergeschlagen fühlst und denkst, dass alle Hoffnung verloren ist, kann ich eingreifen und dir ein Wunder schicken, das deinen Geist aufrichtet. Vertraut auf mein perfektes Timing, denn ich arbeite immer im Hintergrund und tue Wunder für euch. Die Wunder, die kommen werden, werden deine kühnsten Erwartungen übertreffen. Sie werden deinen Körper heilen, zerbrochene Beziehungen wiederherstellen und dir neue Möglichkeiten des Erfolgs eröffnen. Nimm die Wunder an, die auf dich warten, denn sie sind göttliche Geschenke auf deinem Weg. Öffnen Sie Ihr Herz, um sie anzunehmen, und glauben Sie an die wunderbaren Möglichkeiten, die vor Ihnen liegen. Dies ist eine Zeit der Wiederherstellung. Ich werde alles wiederherstellen, was der Feind euch genommen hat, einschließlich Frieden, Wohlstand und Ziel. Mit mir gibt es immer Hoffnung. Jesus sagte, überlasst mir eure Lasten und lebt für mich und nicht für euch selbst. Ich werde eure Angst durch Glauben ersetzen und euch durch die schweren Zeiten führen. Schreiben Sie 777, wenn Sie Jesus vertrauen. Gott sagt, dass ich Ihren Segen in dieser Woche verdreifachen werde, indem ich Sie zu einem lebendigen Beispiel für grenzenlose Möglichkeiten und lebensverändernde Wunder mache. Ich werde Gelegenheiten geben, die an deine Tür klopfen werden. Schulden werden getilgt und Rechnungen vollständig beglichen werden. Ihre finanzielle Situation wird sich zum Besseren wenden und Ihr Liebesleben wird aufblühen. Mach dich bereit für den Übergang zu einer neuen Lebensebene. Am Ende dieses Monats werden Sie wundersame Heilung und vollständige Befreiung von Krankheit und Schulden erfahren. Wenn du leidest, körperlich, emotional oder spirituell, kann ich dich wieder ganz machen. Ich kann jede Wunde heilen und jedes gebrochene Herz heilen. Du brauchst mich nur um Hilfe zu bitten, und ich werde zu dir kommen, liebes Kind. Mach dich bereit, denn ich bereite mich darauf vor, dich reichlich zu segnen und dir Gunst zu erweisen. Ich werde alle Lasten deines Herzens, alle Prüfungen, Mühen und Misserfolge, denen du ausgesetzt warst, wiedergutmachen. Ich werde deine Situation umkehren und dich und deine Familie mit einem besseren Leben segnen.
Ich werde alle deine Wunden heilen und jeder Rückschlag, den du erlebt hast, wird zu einem unglaublichen Comeback führen. Ich bin der allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums, und ich kann deine wildesten Erwartungen und Wünsche übertreffen. Ich bin dein sicherer Hafen, deine Kraftquelle, und ich werde dir in Zeiten der Not immer zu Hilfe kommen. Schreiben Sie, Gott ist mit mir. Jesus sagt, wenn du dich an mich wendest, kannst du erwarten, dass sich neue Möglichkeiten vor dir auftun. Zum Beispiel werden deine Schulden verschwinden und deine Rechnungen vollständig bezahlt werden. Eure finanzielle Situation wird sich ändern und euer Liebesleben wird neue Höhen erreichen. Denken Sie daran, dass ich der Gott der Überraschungen bin. Ich liebe es, unerwartete Dinge zu tun und meine Kinder auf unvorstellbare Weise zu segnen. Bleibt offen für meine Segnungen und erwartet das Unerwartete. Ich bin derjenige, der eure Schwächen stärkt, eure Krankheiten heilt und den Frieden und die Liebe wiederbelebt, die in euch verschwunden sind. Bevor diese Woche zu Ende ist, werdet ihr in eine Zeit eintreten, in der eure Gebete erhört werden. Der Friede wird euch umgeben, der Segen wird zunehmen, das Geld wird im Überfluss fließen und ihr werdet in eurem Heim besondere Segnungen aus meiner göttlichen Hand empfangen. Ich verändere alles zum Besseren für dich, mein liebes Kind. Ich werde Segen über dich und deine Familie regnen lassen und Heilung für all deine Leiden bringen. Ich bin ein heilender und erlösender Gott, und ich werde dich niemals verlassen. Bereite dich darauf vor, über den Reichtum zu staunen, den ich für dich sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt vorbereitet habe. Erinnert euch an 4 Dinge über mich. Erstens werde ich euch den Weg ebnen, egal wie schwierig eure Situation zu sein scheint. Zweitens führe ich eure Kämpfe, damit ihr sie nicht allein austragen müsst. Vertraut mir einfach und ich werde euch beschützen. Drittens ist das Gebet das beste Mittel, wenn ihr euch überfordert oder ängstlich fühlt. Kommt im Gebet zu mir, und ich werde euch zuhören und euch trösten. Und viertens, vertraut immer auf mein Timing. Ich weiß, was das Beste für dich ist, und werde es zum richtigen Zeitpunkt geschehen lassen. Ja, wenn sie einverstanden sind. Gott sagt, dass du in eine besondere Zeit eintrittst, in der erstaunliche Dinge geschehen werden. Sie werden siegreich sein, Hindernisse überwinden und in allem, was sie tun, Erfolg haben. Du wirst reich, erfolgreich, glücklich und gesund werden. Ich habe beschlossen, dich mit meinem Segen zu überschütten, liebes Kind. Ich möchte dich mit Reichtum, Gesundheit und Wohlstand segnen, von denen du nicht einmal träumen kannst. Alles, worum ich dich bitte, ist, dass du den Glauben bewahrst und meine Segnungen mit einem dankbaren Herzen annimmst. Ich hoffe, dass du im kommenden Jahr noch mehr Segnungen erhalten und deinen Reichtum und deine Gesundheit verbessern wirst. Denk daran, dass ich euren Schmerz und euer Leid in etwas Schönes verwandeln kann. Ich kann deine Gebrochenheit heilen und dich wieder ganz machen. Deine Tränen werden nicht vergeudet, denn ich werde sie in Ströme der Gnade verwandeln, die durch dein Leben fließen werden. Finde Frieden in deiner Seele in dem Wissen, dass ich immer für dich da bin. Ich arbeite ständig für dich, ich ruhe nie und schlafe nie. Anstatt sich Sorgen zu machen, konzentriere dich darauf, mich zu preisen, denn die kommende Woche wird gute Nachrichten, erhörte Gebete, Durchbrüche, Wunder und Wohltaten bringen. In diesem Jahr hebt Gott sie auf eine höhere Ebene des Lebens. Er ersetzt ihre Traurigkeit durch Glück, ihre Kämpfe durch Siegen und ihre Verluste durch Wunder. Gott hilft ihnen, ein großes Comeback in ihrem Leben zu feiern. Engel kommen ihnen zu Hilfe, ihre Gebete werden erhört, und Gott gibt ihnen finanzielle Hilfe. Schreiben Sie 999, wenn Sie den Engeln vertrauen. Gott sagt, dass Sie in diesem Jahr eine neue Ebene des Lebens erreichen werden, denn er ersetzt Ihre Traurigkeit durch Glück, Ihre Kämpfe durch Segen und Ihre Verluste durch unglaubliche Wunder. Es ist eine Zeit des finanziellen Überflusses, des dauerhaften Friedens und des göttlichen Eingreifens. Ich bin und werde euch auch weiterhin vor Widrigkeiten schützen.
Ich möchte dir unbegrenzte Gesundheit, Reichtum und Wohlstand schenken, damit du andere segnen kannst. Liebes Kind, dies ist die Zeit deines Sieges. Es gibt keine Verluste, Schulden und Enttäuschungen mehr. Du kommst in eine Zeit endloser erhörter Gebete, Segnungen und Wunder. Ich werde deine Gesundheit wiederherstellen, deine Beziehungen stärken und deine finanzielle Situation verbessern. Ihr Lieben, vertraut mir, vertraut darauf, dass ich ein Gott bin, der wiederherstellt und erlöst. Ich möchte euch helfen, eure Wunden zu heilen und eure finanzielle Situation zu verbessern. Ich weiß, dass viele von euch mit Geldproblemen zu kämpfen haben, und ich möchte, dass ihr wisst, dass ich für euch da bin. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, danke, dass du mich von Negativität, vergangenen Verletzungen, Schuld und Reue befreit hast. Hilf mir, die Vergangenheit loszulassen und mich auf die neuen Dinge zu freuen, die du in diesem Jahr in meinem Leben tust, in Jesu Namen. Danke, dass du mit mir durch die Höhen und Tiefen des Lebens gehst. Du bist gut, vollkommen und der Beste, und ich bin gesegnet, dass ich dich meinen Gott nennen darf. Ich bete im Namen Jesu, des Allmächtigen. Amen. Wenn Sie denken, dass auch Sie darin Inspiration und Ermutigung finden können. Gemeinsam können wir die Botschaft der Hoffnung und des Glaubens verbreiten. Teilen Sie die Kraft dieses Wortes und helfen Sie anderen, ihren Weg zu reichem Segen zu finden. Möge jeder die göttliche Gegenwart in seinem Leben spüren. Danke, dass Sie uns auf dieser Reise des Glaubens und der Verwandlung begleiten. Bleiben Sie bei Gott und wir sehen uns im nächsten Video.